Hallo und herzlich willkommen in meinem schallisolierten Musikzimmer. Ich möchte euch heute ein bisschen was darüber erzählen, wieso ich das Ganze hier gemacht habe, was dann tatsächlich die Maßnahmen waren, die ich hier veranlasst habe. Also ich habe das nicht selber gemacht, das haben Profi-Handwerker für mich gemacht, das konnte ich dann mit meinen zwei linken Daumen dann auch nicht mehr selber machen. Und einfach so ein paar Tipps und Tricks, was da wichtig ist, beziehungsweise worauf ich dann achten musste, damit das dann hier auch gut und eine runde Sache wird. Vorneweg, ich bin in dem Sinn kein Profi, ich bin kein Handwerker, ich bin kein Akustiker, sondern ich bin Psychologe und Musiker. Das heißt, ich spreche hier aus der Anwenderseite. Ja, als Psychologe mache ich in der Regel weniger Krach, aber als Musiker bin ich dann doch viel hier. Ich spiele Klavier, ich spiele Trompete, Posaune, solche Sachen. Und ich wollte natürlich meine Nachbarn hier ein bisschen schonen. Denn es ist so, ich habe in dem Sinn keinen Hobbykeller oder irgendwie einen Probenraum, wo ich ausweichen kann, sondern das ist ein stinknormales Zimmer in einem Wohngebäude. So, und ich möchte aber die Nachbarn nicht über die Maßen belästigen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Zimmer hier tatsächlich vernünftig schallisolieren zu lassen und das Ganze auch auf eine hochwertige Art und Weise. Mich sponsert hier niemand, kein Hersteller, kein Handwerker. Das ist jetzt einfach nur ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht. Warum mache ich das? Als ich das hier gemacht habe, oder als ich mich hier informiert habe, was man hier machen könnte, wäre ich total dankbar gewesen für so ein Video, wo einfach jemand darüber erzählt, so was habe ich gemacht und wo man sich ein bisschen inspirieren lassen kann. Und das gab es aber in diesen weiten Welten des YouTube-Internets nicht in der Form, wie ich mir das gewünscht hätte. Deswegen wollte ich das hier nachholen. Und wenn dir das eine Hilfe ist oder wenn du sagst, naja gut, das war jetzt mal interessant zu sehen, dann ist für mich der Zweck des Videos schon erfüllt. Und bevor ihr hier den Kommentarbereich flutet, mir ist total klar, dass es 1.001.000 Möglichkeiten gibt, dieses Thema anzugehen, die alle viel, viel weniger aufwendig und viel, 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 viel weniger kosten als das, was ich hier gemacht habe. Aber ich wollte hier tatsächlich einfach einmal die State of the Art in meinem Zimmer haben, in einer Raumkonstruktion, wie sich das dann nennt. Und naja, es ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, alle diese anderen Lösungen, wie zum Beispiel einfach zu bestimmten Uhrzeiten üben, sich absprechen, wann die Nachbarn nicht da sind, einen Übedämpfer nehmen oder ein E-Piano kaufen, mit Kopfhörer üben. Das ist alles ein bisschen wie ein gedrosseltes Mofa. Ja, und ich wollte hier einfach frei musizieren und auch einfach Krach machen. So, was ist denn hier ganz grob alles passiert? Ich habe um sämtliche Wände eine Vorsatzschale bauen lassen, also eine Wand vor der Wand. Außerdem habe ich auf den Fußboden nochmal einen zweiten Boden drauflegen lassen, einen schweren Estrich, und ich habe die Decke abhängen lassen. So, das heißt, wir haben quasi eine Wand vor der Wand, wir haben eine Decke unter der Decke und wir haben einen Fußboden auf dem Boden. Außerdem, der Schwachpunkt in jedem Zimmer ist die Tür. Das heißt, da ist auch eine neue Türzarge reingekommen, da ist eine neue dicke Tür reingekommen, die auch unten dicht abschließt mit einem Schallex, das heißt mit so einer Gummilippe, könnte man sagen, die, wenn man schließt, eben nach unten geht, sodass dann unten auch kein Spalt mehr ist. Warum ist das Ganze so aufwendig? Der Schall sucht sich immer den einfachsten Weg. Man könnte natürlich erstmal auf den Gedanken kommen, na gut, ich möchte ja nur den Weg da drüben zu diesen Nachbarn dämmen, das heißt, ich kümmere mich nur um eine Wand. Aber es ist natürlich so, dass der Schall ja auch quasi über die ganzen Nebenwege, über die Decke, über den Boden, über die anderen Wände weiter übertragen wird. Und nachdem das hier bei mir ein relativ altes Haus ist, gibt es viele Übertragungswege. Das Haus ist akustisch relativ schwierig. Bei mir war es eben so, dass der Schall über die Außenwand rüber gelandet ist zu meinen Nachbarn. Das heißt, ich konnte nicht einfach die Luftlinie nehmen, sondern ich musste tatsächlich gucken, dass das umfassend auch geschützt bzw. gedämmt wird. Beim Fußboden gibt es eben diesen Aufbau, das heißt erstmal eine weiche Schicht, eine Trittschalldämmung, ich glaube in meinem Fall ist es so eine Art Holzfaserplatte. Da drauf kommt der schwere Estrich, das sind wirklich schwere Platten, die Masse schluckt natürlich auch den Schall, aber es ist ganz wichtig, dass nicht dieser harte Estrich wieder auf den harten unter dem Boden trifft, sondern dass da eben etwas Weiches dazwischen ist. Und darauf habe ich dann selber den Fußboden verlegt. Das ist das Einzige, was ich dann selber machen konnte. Dementsprechend sieht es auch ein bisschen amateurhaft aus, aber es ist mein Fußboden.
So, das ist der Fußboden. Am aufwendigsten sind sicherlich die Wände. Also man baut dann tatsächlich eine Wandkonstruktion mit so Metallprofilen. Die werden dann ausgefüllt mit Steinwolle und da drauf kommen dann wieder diese Gipskartonplatten. Zu den Gipskartonplatten, da gibt es auch verschiedene Qualitätsstufen. Da gibt es einfache Platten und eben auch schwerere, die speziell eben auch zu dem Thema Schallschutz entwickelt wurden. In meinem Fall sind das eben jetzt wirklich die hochwertigen Silent Board Gipskartonplatten. Und damit das richtig gut wird, nimmt man dann auch nicht nur eine Lage, sondern besser sind zwei Lagen, oder wenn man es übertreibt, dann nimmt man drei Lagen. In meinem Fall sind es tatsächlich drei Lagen Silent Board. Das gleiche macht man mit der Decke. Also auch die Decke wird abgehängt und da kommen diese Silent Board Platten drauf. Auch bei der Decke sind es drei Lagen. Wichtig ist, dass diese neue Wand, diese Vorsatzschale nicht direkt mit der alten Wand verschraubt wird, weil sonst hat man natürlich wieder einen Übertragungsweg. Das heißt, da muss man sehr genau drauf achten. Das weiß dann aber der Profi-Trockenbauer-Handwerker dann schon, wenn er so etwas macht. Vorteil von dem Ganzen, ich hatte hier gleich die Gelegenheit, ein paar echt unschöne Heizungsrohre direkt einfach hinter der Wand verschwinden zu lassen. So ein kleiner Nebeneffekt. Abgehängte Decke, höherer Fußboden, Wand vor der Wand. Ihr merkt, man verkleinert den Raum, den man hat, schon merklich um ein paar Quadratmeter. Es wäre gut, wenn ihr trotzdem noch in dem Zimmer Platz habt. Thema Elektrik. Wenn wir eine Wand vor die Wand setzen, dann müssen natürlich auch die Steckdosen und die Schalter mitwandern. Es kann sein, dass man da eben quasi Kabel ziehen muss, dass man das verlängern muss. In jedem Fall brauchst du da auch einen Elektriker, solltest du das nicht zufälligerweise selber sein, der sich darum kümmert und eben die Verkabelungen vorbereitet für die Lampen. Wir haben ja auch eine Decke, die wir abhängen und eben für diese ganzen Schalter. Bei den Lampen möchte ich nur noch dazu sagen, dass es wichtig ist, dass man dann eben nicht irgendwelche Spots nimmt, wo eben ein kreisrundes Loch in die abgehängte Decke reingesetzt wird. Das wäre ja ein akustischer Schwachpunkt wieder, sondern dass man eben dann Lampen nimmt, die man dann eben einfach nur an die Decke schraubt, wie in meinem Fall. So, und wenn dann das ganze Ding fertig ist, dann stellt man fest, man hört ja immer noch was. Und da ist es ganz wichtig, sich auch mit dieser subjektiven Komponente von dem Thema Schall auseinanderzusetzen. Denn ich sag mal, akustisch ist es gar nicht so einfach, den Schall tatsächlich auf 0 Dezibel runterzubringen. Da muss man vielleicht dann auch tatsächlich in der Planung weiter früher anfangen und nicht eben nachträglich einfach so ein Zimmer schallisolieren. Aber es ist natürlich gelungen, dass das Ganze viel, viel, viel leiser ist als vorher, sodass man einfach dass es nicht so laut wird, als dass es wirklich ins Bewusstsein langt. Das heißt, man muss dann auch tatsächlich schauen, natürlich, manche Leute hören die Flöhe husten, den super, super lärmempfindlichen Nachbarn, den wird man vielleicht trotzdem nicht hundertprozentig glücklich machen, weil er einfach, ich sag mal, mit einem Glas an der Wand hört, ob irgendwas passiert. Und andere Leute stört es überhaupt nicht. Das heißt, vor dieser menschlichen, subjektiven Komponente ist man natürlich trotzdem nicht gefeit. Das möchte ich, als Art Disclaimer schon dazu hinzufügen. Aber festzuhalten ist, es ist sehr viel besser geworden und der Schall ist sehr viel leiser, die Musik, ich kann mich hier jetzt austoben und meine Nachbarn sind auch glücklich. Zum Thema Kosten und das Thema selber machen, also nach meiner Einschätzung braucht man schon sehr viel Ahnung vom Thema Trockenbau und wenn man das selber machen möchte, dann muss man da schon, echt wissen, was man tut. Außerdem braucht man ja trotzdem, wie gesagt, einen Elektriker, der also die Kabel vorbereitet, zumindest in den allermeisten Fällen gehe ich jetzt mal davon aus. Und man muss ja auch, Türen bestellen und so Zeug, also da muss man schon echt wissen, wo man sein Zeug herbekommt. Wenn du das alles kannst, dann kannst du es wahrscheinlich theoretisch selber machen. Ich konnte das nicht. Ich habe Handwerker dafür gefragt und nicht zu unterschätzen sind tatsächlich auch die Materialkosten, denn wie gesagt, bei mir sind es 3 Lagen Silent Board. Das ist einfach auch wahnsinnig viel Zeug, das hier in das Zimmer reinkommt und auch da ist es vielleicht gut, wenn man noch einmal den Profi fragt, wie das denn mit der Statik ausschaut, denn letztlich parkt in diesem Zimmer jetzt ein VW-Bus vom Gewicht dauerhaft. So, und von den Kosten her, also bei mir ging es tatsächlich schon in den fünfstelligen Bereich rein.
Ich denke, alles, was drunter ist, erkauft man mit einem Kompromiss. Relativ teuer ist natürlich einfach die Tür oder eben auch diese ganze Menge an den Platten. Wenn man die normalen Gipskartonplatten nimmt, dann kommt man sicherlich günstiger weg, aber dann ist natürlich auch das Ergebnis nicht so gut. Würde ich das Ganze nochmal machen? Ja, auf jeden Fall. Es hat wirklich was gebracht. Es ist sehr viel besser als vorher. Außerdem ist es exquisit. Wie gesagt, ich hatte dann auch so ein paar Nebeneffekte, wie dass ich hässliche Heizungsrohre auch verschwinden lassen konnte. Und es ist einfach auch die Gelegenheit, einfach so ein komplettes Zimmer nochmal neu zu designen. Wie gesagt, wenn man jetzt wirklich einfach nur ein bisschen weniger Krach machen möchte, das geht alles mit viel, viel, viel weniger Budget. Aber ich freue mich hier in meinem schallisolierten Musikzimmer und ich hoffe, dass ich die ein oder andere Video- und Audioproduktion tatsächlich auch hier in diesem Zimmer noch vollenden kann. So, das war hier ein kurzes oder vielleicht gar nicht so kurzes Video zum Thema, wie du ein Musikzimmer schallisolierst, beziehungsweise generell, wie du ein Zimmer nachträglich hochwertig schallisolierst. Wenn du hier ein paar Tipps und Tricks und Ideen mitgenommen hast, dann ist meine Mission erfüllt. Lass mich doch in den Kommentaren wissen, was du daraus machst, wo du gerade dran bist, was für dich an dem Thema gerade spannend ist. Würde mich freuen, einfach rein aus Neugierde. Ich sage Tschüss und bis bald.